Moin Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge auf der Insel. Ich wollte heute mit Kian und den anderen Sonnenkriegern mal über die ganzen Sachen reden, weil es ja momentan wirklich alles drunter und drüber geht, auch bei den Sonnenkriegern. Das Ganze mit Kiru da macht mir auch Sorgen. Ich glaube nicht, dass er uns alles abgekauft hat mit den Artefakten, was wir da, mit den Relikten, was wir da gemacht haben. Von daher, ich gehe auch gleich einfach erstmal zu unserer Burg und dann gucke ich da mit Kian, was wir machen. Von daher schauen wir einfach mal. Ich wollte mit den beiden auch über das reden, was sonst so passiert ist, wegen Unheil und so, dass ich da mit Mira was besprochen habe. Und es ist allgemein alles irgendwie, ich weiß nicht, so viel auf einmal. Alles komisch. Naja. Heißt das, die einzige Möglichkeit ist es, ihn für immer... Oh, was geht, Rudi? Ey, Jungs, ich hab Reini hier. Heute, Reini ist heute, er ist einfach Allianz. Klar. Wir gründen offiziell eine Allianz mit den Drachenwächtern. Erzähl weiter. Hey, let's go, hä? Auf jeden Fall kann ich da eure Hilfe. Ich muss noch ein bisschen was vorbereiten, aber dann haben wir die Möglichkeit, ihn vielleicht für immer quasi wegzusperren. Um wen geht's gerade? Bro, du bist geht's um Kiru, mein oder? Bruder drin, Digga, du und mein Bruder, alle, die mit meinem Bruder G sind in mir automatisch hier und außerdem waren wir vorher zusammen in den Schattenkriegern, Digga, wir helfen. Also die Sonnenkrieger sind safe am Start. Oh nein, der Verrückte. Ey, Jungs, Rüstung, Bro, zieh deine Rüstung an! Oh nein. Ja, hab schon. Oh nein. Was willst du? Ja, jetzt habt ihr Angst, ne? Jetzt habt ihr Angst, weil ihr ganz... Wo kommst du schon wieder her, Mann? Komm hinter mir, mein König. Seid mal alle leise, mein König. Ihr seid alles Volldeppen. Mehr seid ihr nicht, Alter, ganz ehrlich. Mit euren billigen Plagiaten, mit euren Fake-Relikten. Wer sagt, warte, stopp. Stehst du nicht, Alter? Warte, ey, haut zu finden. Du nervst mich auch nicht. Warte. Wer sagt? Ja, was warte? Wer sagt das? Was wer ist sagt, mit das ihm los? Was will das? Ja, Alter, red nicht mit mir. Wie? Hör auf, mein König anzugreifen. Mal Spaß beiseite. Ich bin nur im Weg, Alter. Hau mal ab jetzt. Ey, dieser Typ, wirklich. Zack, komm, weg mit deinen Toten. Okay. Mauer ab, Alter. Zisch ab, Junge. Pisto, spring runter. Hab Angst, die beiden zu treffen. Mach ich. So. Warte. Ey, genau, ey, du musst ihn unbedingt fernhalten. Ja, das Problem ist, wenn er einmal brennt oder so, dann geht's nicht mehr. Eure dämlichen Plagiate. Kiru, trete doch. Was ist eigentlich euer Scheißproblem? Was ist hier? Ey, was hast du denn jetzt auf einmal? Warte mal ganz kurz. Was will Goldauge Joe jetzt eigentlich? Hör mir mal ganz kurz zu. Leute, lasst mich mal ganz kurz bitte alle reden. Alle drehen hier gerade durch. Kiru. Ja, alle drehen gleich durch. Es geht einfach komplett. Durch. Also euch all eure Relikte weg, Alter. Was geht mit ihm denn schon wieder ab? Was ist passiert? Ihr habt nur billige Plagiate mir gegeben. Das ist passiert. Er ist herausgefunden. Ich weiß. Oh, was mit deinem Auge passiert? Bro, warte doch, Digga. Lass uns doch kurz reden, chill. Ja, warte, alles Kiro. Kurz reden. Und er fällt direkt die großen Geschütze nein, auf. Ich muss wegen Stace lachen. Warum hat der rote Auge, gelbe Augen, Digga? Der ja, ist Goldauge Joe. Das ist okay, okay. Das ist so schnell. Ich jetzt mal zusammen, ja? Hör mir das kurz. Gebt mir jetzt euren richtigen... Zu, ja, und nicht solche billigen, dämlichen Plagiate. Warum sollten wir? Du verstehst nicht. Wartet doch mal kurz, bitte niemand, lasst mich ausreden. Ich drehe durch, hier habt ihr Äpfel, Alter. Ja, okay, warte. Ja, lasst euren heiligen König reden. Ja, ich lass meinen König reden, aber bevor hier Kiro mein Relikt. Weißt du was? Ich hab fast hier, Interesse daran, auch. Das allererste Mal in meinem hier. Leben ein Verbrechen unsere, zu sprechen. Unsere Relikte. Ey, warte, Kiro. Hey, warte, ich muss Stace helfen. Ja, helf ihm. Kiro. Tschüss. Ey, komm mal kurz her. Ich hab ihn vertrieben, Kian. Er kommt safe ja, gleich wieder, aber... Wir müssen mal jetzt in ernster Lage zurück. Ja. Warte, ich will noch einmal meine Hose geben. Nein. Lass das, ey, Jungs, wir dürfen... Wir müssen ihn gerade ernst nehmen, das ist gerade eine schwierige Situation. Ich glaube, er hat wirklich... Guck mal, stellt euch mal vor, ihr werdet kontrolliert von einem bösen Gott und dann kommt wer und sagt zu euch, macht dies und das und ihr gebt den Fakes. Wortwörtlich. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Chill, Bro. Wer hat denn jetzt Wasser geworfen? Warte, Bro, chill. Kiro, hör zu. Ich sage dir ehrlich, wir hatten einfach keine andere Wahl. Lass mich nur kurz ausreden. Bevor keine du andere Wahl. Vielleicht habe ich dann keine andere Wahl, mein allererstes Versprechen zu brechen. Nein, hör mir bitte zu. Wie wär's denn damit? Ey, willst du das wirklich machen, Kiro? Dein Ernst? Ey, bitte, ich dachte, ich bin ehrlich. Ihr könnt euch nicht an Deals halten. Was ist aus einem Mann ein Wort geworden, ne? Anscheinend bist du doch eine feige Sau. Also ich sag dir ehrlich, ich habe mein Wort nicht gebrochen. Du hast gesagt Relikte, ich habe die Relikte gegeben. Ja, yeah, nicht die richtigen. Das ist ein großer Unterschied, das mein Freund. Du bist derjenige, der immer diese
Redewendungen besitzt und dann auch anwendet, damit wir dann die falschen Sachen tun. Ist 100%, das hast du auch letztes Mal gemacht. So, und wir brauchten diese Zeit, wir mussten einen Tag, wie sieht mich, glaube ich, nicht. Den Stress wir hatten gestern Abend. Wir mussten den ganzen Tag nachdenken, Bro, wir haben hier diese Festung gebaut. Ja, Kian hat schon recht. Machen, weil irgendein dummer, dreckiger Penner da dir irgendwelche Ansagen macht und dein Kopf komplett verwaschen hat. Und jetzt unsere Relikte, die haben wir Zeit gebraucht, um diese ganzen Sachen zu machen. Ist komplett verrückt, er merkt das aber auch selber. Also er merkt nichts nein, mehr. Nein, einfach wortwörtlich nein, akzeptier das bitte. Wisst ihr eigentlich, was sehr interessant an dieser ganzen Konstellation ist? Es gibt allerdings ein Relikt, was ihr ja unbedingt behalten wollt. Und ihr glaubt, ihr wisst, welches ich meine. Was war das denn? Es Jungs, gibt ein Relikt, was ihr euch aufgehoben habt. Bro, und ich glaube, das ist das, was ich mir besorgen sollte. Ah, na, oh mein Gott, macht das viel Schaden. Digga. Wieso macht der so viel Schaden? Bro, oh mein Gott. Digga. Ey, Kian, er macht so viel Schaden. Er macht so gottlos viel Schaden. Oh mein Gott. Was ist das denn, ey? Mann! Schon wieder. Kriegt die Krise mit ihm. Wirklich. Also es kann einfach nicht sein. Irgendwas. Er hat irgendwas gegen mich einfach. Ja, ich wurde von Schweinchen einfach gekillt. Geil. Bruder. Wie macht er mir so unfassbar viel Schaden? Es kann nicht sein. Wirklich. Also jetzt mal Spaß beiseite. Das kann einfach... Mann, ich mache mich die ganze Zeit noch über ihn lustig und dann macht er einfach... Ich dachte, ich wäre am Wochenende nur gestorben, weil ich kein... Ich hatte schon wieder keine Goldäpfel in meiner... Manchmal bin ich auch einfach... wirklich, manchmal bin ich ein Idiot. Jetzt, wie komme ich jetzt hoch? Ich habe keine Elytra. Warte, actually, ich müsste noch eine Kalka-Kiste mit Elytra drin haben. Vielleicht habe ich sogar noch in meiner Enderkiste eine. Kurz gucken. Das wäre natürlich blöd, ohne loszurennen. Mal kurz eine Sekunde. Ich habe noch eine. Aber habe ich noch Raketen? Habe ich noch Raketen? Enderperlen reichen, I guess. Ich habe keine Raketen. Wasser aber. Weiß nicht, ob mir das was bringt. In der Kiste unten vielleicht Raketen? Ich habe keine Raketen mehr, Mann. War vielleicht drin? Auch keine Raketen, aber Rüstung. Danke, Sitestik. Ich dachte nicht, dass ich tatsächlich benutze die Rüstung. So, zack. Ich bin auf dem Weg. Yay, auf den langen Weg dahin. Ich hasse es doch. Sind die? Ich dachte, die kommen vielleicht langsam mal her. Jetzt muss ich zu denen gehen. Geil. Und jetzt ist einfach wieder alles weg. Ich liebe es doch. Kann ich doch keinem, wirklich, ich kann es keinem erzählen. Ich renne schon rum mit einer Rüstung, die broken ist wie sonst was. Jeder hat es ja getestet. Und trotzdem, es juckt ihn einfach nicht. Ich sterbe trotzdem. Es ist wirklich so lächerlich. Ich glaube, Kian one-shottet er damit einfach, wenn er das macht. Och man, wie komme ich jetzt darüber? Ich flieg einfach das größte Stück und dann lass ich mir von den Jungs Wasser runtergeben oder so. Ach man. Das ist gar nicht gut. Ey, aber Kiro, wirklich, also irgendwas hat er auch gegen mich einfach. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Mann, ey, wenn ihr irgendeine Idee habt, was man machen kann, um Kiro zu helfen oder was auch immer, sagt mir Bescheid. Es ist wirklich langsam, wird es mir zu viel mit ihm. War jetzt die ganze Zeit lustig und so, aber er übertreibt es langsam. Hier. Ach, bestimmt? Ach, hier. Oh mein Gott, danke dir. Von Tobi. Bitteschön. Nimm's, guck mal. Es ist genau, es ist das. Ja, es ist das. Wirklich, das ist das. Tobi, ja, wirklich. So. Okay. Nein, du bleibst jetzt hier, Kiro. Du bleibst so jetzt hier. Es ist so lächerlich. Und er chillt hier einfach noch. Wir haben die noch nicht rausgeschmissen. Das nervt. Wirklich. Wo ist mein Zeug jetzt überhaupt? Ich check's nicht. Ach, hier. Ich habe sogar Goldäpfel wie sonst was im Inventar, aber nein, ich habe sie natürlich nicht in meiner... Mann, ich glaube, ich habe die sogar vorher noch rausgenommen. Tobi, hast du dein Schwert noch? Nee, wo ist das hin? Hier. Tobi, hast du das genommen? Bogen fehlt auch. Ah, nee, doch nicht, Bogen ist da.
Bonus da. Wir müssen schnell zurück. Ich habe irgendwas genommen. Und meine Lytra fehlt. Also meine richtige Lytra. Okay. Pisch das, Stace, das hat nichts mit Angst zu tun. Warum, ihr habt ihn noch nicht rausgeschmissen? Digga, ich schwöre, ihr habt keine Chance. Bitte seid doch mal jetzt ganz, hört mir doch mal einfach ganz kurz okay, zu. Okay, okay, Entschuldigung. Es lohnt sich ihr nicht, ihr kümmert euren König. Nein, man, tun sie nicht. Erstens, es lohnt sich nicht, gegen ihn zu fallen, weil ihr habt keine Chance. Er ist unbesiegbar und er macht so viel Schaden. Macht oh, also Spaß beiseite, Kian. Er hat mir gerade. Nein, nein, ganz kurz, um dir deinen Punkt zu bestätigen. Du weißt ja, was ich auf meiner Rüstung drauf habe. Er hat mir gerade in einer Sekunde oder so die Hälfte meiner AP abgezogen. Das ist so lächerlich. Bro, yeah. Erstens das und zweiter Punkt ist nicht, dass, wenn ihr versteht, dass ihr eure Sachen auch noch verliert. Deshalb, bitte hört auf. Wo willst du jetzt hin? Wir kommen mit. Wir kommen ich mit. Bin der Tor. Ey Jungs, kann mir einer meine Elytra wiedergeben? Ich habe gerade nur Ersatz-Elytra an. So, hier ja, irgendwie. Achso, du hast die. Okay. Wohin sollen wir? Tja, das werdet ihr jetzt früh genug erfahren. Es ist auf jeden Fall ein gebauter Ort von Shatterwa. Und danach muss ich auch definitiv noch mit Shatterwa ins Gespräch. Warum gehen wir jetzt mit ihm? Warum gehen wir jetzt mit ihm zu seinem Tempel? Weil ist doch interessant, was hier passiert. Komm, Tobi, komm einfach. Wir müssen den scheiß Shatterwa jetzt endlich herausfinden. Das kann doch nicht gut enden, Jungs. Wirklich. Ich langsam verzweifle ich mit denen. Ich weiß auch gar nicht, was gerade passiert ist. Also. Mir fehlt komplett der Kontext gerade, weil ich weg war. Und jetzt fliegen die einfach mit. Kiro hat mich gerade einfach getötet. Und dann fliegen die einfach mit ihm. Jetzt mal Spaß beiseite. Also wirklich. Was soll das? Kann doch nicht sein, dass die jetzt mit ihm mitfliegen. Was ist das? Na. Gehört Shatterwa. Wow, was ist das? Ey, Kian, jetzt mal Spaß beiseite. Warum fliegen wir jetzt mit jemandem mit, der mich gerade getötet hat? Haben wir doch gerade erklärt? Digga, ja. Was willst du sonst machen, Tobi? Erklär's mir, was willst du jetzt machen? Keine was Ahnung, Bro. Es ist deine Schuld, dass du gestorben bist. Nein, ist so, es ist voll deine Schuld. Was, Kiro, was willst du jetzt hier tun? Warum sind wir hier? Also, ich glaube, hier ist ein ziemlich heiliger Ort für Shatterwa, würde ich sagen. Denn hier an diesem Ort hat Snoopy sein Schwein wiederbekommen. Indem er etwas geopfert hat, was ihm wichtig war. Warte, nein, Bro. Okay, das heißt jetzt? Und ich glaube, warte, dieser Ort... Nein, hören wir zu. Es ist ein Lavasee. Und er hat Netherite-Rüstung dort reingeworfen und sie wurde vernichtet. Bedeutet, dieser Lavasee ist nicht einfach nur ein Lavasee. Dieser Ort vernichtet Dinge. Guck mal, Kiro. Digga, das willst du nicht. Guck mich an. Oh. Mach das hier liegt ein nicht. Stück Seife. Oh, ich rutsch aus. Oh Gott. Hä? Oh nein! Nein! Ja! Nein! Das Relikt ist reingefallen. Bro. Was war das? Kian, was war das? Tobi, du bist... Bro, was war das? Das verzeih ich dir nicht, Mann! Kian, lass, es macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn. Mein Schwert, da war mein Schwert! Ich hab dein Schwert! Hau ab! Gib mir mein Schwert zurück. Hm. Wieso hat er denn Schwert, Kian? Er hat's gedroppt, so freundlich wie er ist. Mann. Du willst es wieder haben, richtig? Wenn du mir mein Schwert gibst, hauen wir ab. Wir können einen Deal eingehen. Was für ein Deal? Du wirfst deine Brustplatte jetzt dort hinein. Oh, das ist nicht dein Ernst gerade, oder, Kiro? Ich soll meine Brustplatte da reinwerfen? Wir müssen immer etwas tauschen. Ja. Ein Gegenwert für einen Gegenwert. Ich tu das nicht, nein. Er macht dir einfach ein neues Schwert. Ich werf meine Brustplatte rein. Nein, Püster, nein. Auf keinen Fall. Also ich spiel ihn doch jetzt nicht in die Karten. Wenn du so feige bist und mir mein Schwert nicht gibst, obwohl ich die ganze Zeit eben gerade kooperiert habe. Ich soll feige sein, ich nutze nur deine Dummheit aus. Du hast es fallen lassen, weil du dich eingekackt hast. Ich nutze das aus. Eigentlich gar nicht, sondern ich habe eine 60% Tastatur, mein Finger ist aber dagegen gekommen, aber alles gut. Wenn du ja, dann schau. Du nicht über mein König. Stace, hör einfach auf jetzt! Kiro, Stace, wenn ich will, dann würde so ich hier und jetzt an diesem ist doch so Ort lächerlich. Wirklich. Ich meine, was soll man gegen ihn noch machen? Ich weiß auch nicht, was war das gerade für ein rotes Ding um mich rum? Was war das? Ich verstehe, also wirklich, es ist alles drunter und drüber. Ich check gar nichts mehr.
Ich glaube, ihr könnt da auch ein bisschen mitfühlen, so. Es ist alles so ein bisschen chaotisch gerade. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was ich gerade machen soll. Ich sag's so, auf der Rüstung sind Sachen drauf, die auf einer Rüstung nicht drauf sein sollten. Und trotzdem killt er mich in 2 Sekunden oder so. Es hätte jetzt auch nichts gebracht, wenn ich noch ein Totem genommen hätte oder Goldäpfel. Am Ende wäre ich sowieso gestorben. Du weißt schon, also, ich weiß nicht, was man noch gegen ihn machen soll. Du spielst hier er ist auch wirklich, also... Kiro, ich geb dir meine Elytra. Es gibt niemanden, der gegen... Vor allen Dingen erst auch noch unsterblich wegen Beutels Axt. Du gibst deine Elytra? Warte mal, das klingt gut. Ja? Oh, okay, die Ersatz-Elytra. Ja, komm, gib mir deine Ersatz-Elytra, das ist auch gut. Ja, geh zurück dann erstmal. Okay. Drei Schritte zurück. Noch eine Ersatz-Elytra zum Glück. Ich verspreche dir, ich hab gar nicht von links genommen, das ist meine eigene. Ey, gib mal, drop mal die Kiste. Ich verspreche dir, okay? Im Gegenzug erhältst du deine... Jan, gib ihm einfach alles, er spielt ihm komplett alles in die Finger. Das kann, es wirklich, es kann nicht sein. Ich sage dir, auf alles, was es gibt, ich droppe dir jetzt meine Elytra, wenn du jetzt erstmal dein Schwert... Ich verstehe es nicht. Hey, Tobi! Ja, was? Ich habe gerade gespürt, was? Dass deine Aura erloschen ist. Wie fühlst du dich? Was soll das heißen? Bro, darüber reden wir gleich. Wartet kurz. Ich glaube, das sieht nicht gut aus für dich, mein Freund. Ey, flieg mal bitte schon mal zur Sonnenfestung. Vertraut mir bitte jetzt. Okay, Meister. Vertraut mir. Ich will dich nicht verlassen. Vertraut mir bitte einfach. Sonnenfestung. Ihm wird nichts passieren, wenn wir hier einen vernünftigen... Jan, geh bitte kein unnötiges Risiko ein, okay? Nein. Vertraut mir einfach. Komm her. Jan macht so viel unüberlegtes Zeug heute. Jetzt mal Spaß beiseite. Zu mir sagt er immer, ja, nein, geh nicht alleine zu Kiro. Und jetzt sagt er, lass uns mit Kiro alleine. Ja, was? Bro. Ja? Ich sag's dir ehrlich. Was sagst du? Ich weiß. Ja, wo fliegst du lang, Bro? Kannst du aufhören, irgendwelche seltsamen Strecken zu fliegen? Dann höre ich dich nicht. Eieiei. Tobi! Ja, was ist? Pass auf, das ist ein Creeper. Ich weiß, was Kiro damit meinte. Was denn? Bro, das wird dir Kian gleich erzählen, aber ich sag dir ehrlich, mach dich auf was bereit. Ja, okay, alles da. Bro, ja, ich bin gerade zu allem bereit. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht von Kian, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, so, du musst wirklich gleich... Ich sag dir, du wirst gleich viel einstecken müssen, aber es... Ist. Sagst du? Bro, was ist eigentlich mit deinem Auge passiert? Bro, das ist auch eine lange Geschichte, aber... Ich sag mal so, das hat dich, glaube ich, eh nicht mehr zu interessieren. Was soll das jetzt heißen? Ja, okay, wir sehen uns bei der Festung. Was meint er? Ich bin mal mehr Raketen. Das ist bei Ende bei mir. Was meint er bitte damit? Ich check gar nichts mehr. Warum ist er so komisch drauf? Aber ich bin wirklich enttäuscht von Kian. Ich hab mehr von ihm erwartet. Also, dass er jetzt selber quasi das macht, was er mir sagt die ganze Zeit, dass ich das nicht machen soll. Ich weiß nicht. Ich bin unzufrieden gerade. Ich nehme es ihm auch irgendwie nicht übel, ich verstehe ein bisschen, aber trotzdem ist das Ganze ein bisschen, also es ist seltsam. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht, was ich gegen Kiro machen soll. Jedes Mal, wirklich, ich krieg die Krise. Ich komme am Wochenende nach dem Stream rein und da ist er schon so drauf und jetzt hat er auch noch das Drecksschwein dazu von Snoopy. Also ich kann nicht mehr. So. Hi Jungs. Wo ist Kian? Hi. Ach, Digga, es nervt mich so, dass ich schon wieder gestorben bin, einfach. Und auch wieder so unnötig. Er macht so viel Schaden, es ist einfach nur lächerlich. Bro, was hast du eigentlich auf deiner Rüstung drauf, nicht fragen, da? Also, ich sag's jetzt einfach mal so, im Grunde genommen, das Maximum, was ich an Schutz von der Lederrüstung kriegen kann. Ich weiß gar nicht, das sind, glaube ich, 70-80% oder sowas, ich weiß es nicht genau. Ist das stärker als eine Neverite-Rüstung? Ja, das ist, ja, definitiv. Also, wobei, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Hör zu. Ja, ich hab ihm komplett kaputte Elytra gegeben, die schon 0 HP haben. Also, okay. Er ist drauf reingefallen, ich hab mein Schwert wieder. Aber jetzt mal, du machst den gleichen Fehler ja nochmal. Tobi. Als ob er sich dafür nicht rächen kommt. Tobi. Ja. Wir müssen jetzt sofort in die Lochs gehen. Ich befürchte, dass du kein Sonnenkrieger mehr bist. Sorry, ich bin gerade ein bisschen... Habt ihr gehört? Wie meinst du das? Ja, ich hab ihn... Warte, was? Warte nochmal, was? Ich bin gerade mit meinem Kopf wo ganz anders. Was denkst du? Tobi ist kein Sonnenkrieger. Bro, erinnert dich noch an das Merkmal, wo ihr eure Rüstung in den Rüstungsständer gepackt habt? Bro, und ja, nicht nur das, auch das steht doch sogar in einem deiner Bücher mit dem Beleg. Ey, was meinst du? Loks gehen. Kannst du mir was erklären? Passwort, wie wir zu den Loks kommen? Ja, mit dem Passwort. Ja, also, weißt du noch welches Passwort? Nein. Weißt du das noch, Tobi? Weiß nicht, das war in deinem Buch drin. Ich weiß es gerade nicht mehr. Egal, wir fragen Massau einfach, okay?
Ich glaube, der wird uns da jetzt reinbringen. Okay, Jungs, alle zusammen, stellt euch mal nebeneinander. Mhm. Okay. Sonnegott Massau, bring uns bitte zu den Loks! Jungs, was machen wir? Das klappt einfach nicht. Bro, ich hab echt keine Ahnung. Kein Plan, Bro. Was? Hört mir mal zu, Leute. Oh Sonnengott, ich liebe die Sonne. Jungs? Hallo? Digga, wo sind die? Ach, Digga. Ja, wow, und wofür habe ich mir denn hier so Mühe gegeben? Ich krieg doch die Krise. Mann, ich dachte mir schon. Ich muss ganz ehrlich sein. So wie Stace vorhin angefangen hat. Ja, gut. Dann ist es wohl offiziell. Ich bin kein Sonnenkrieger mehr. Ich habe das hier alles umsonst gemacht. Alles. Mann, also wirklich, es ist einfach traurig. Naja, schade. So ist das Leben halt, I guess. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt bin ich kein Sonnenkrieger mehr. Kiro hat mich schon wieder getötet. Ach, keine Ahnung. Sagt mir, was ich machen soll. Wir sehen uns dann. Ciao, ciao.